Song anfangen. Ihr müsst Songs am ersten Ton erkennen. Und du bist ja nicht nur Fußballer, du bist ja auch noch DJ. Also eigentlich ist das ja auch dein Ding. Aber du darfst ja du musst ja weiterspielen. Du darfst ja noch nicht aussuchen, um die Kohle zu nehmen. Du musst dir jetzt jemanden auswählen, wo du meinst. Wen? Wer dann nicht? Die Lilly. Ja, aber damit kann er ja nichts anfangen. Thomas er weiß ist noch ja, da, Lukas ist noch da, Benjamin. Er weiß ja nicht, ob das Publikum ihm was Gutes will, ja, wenn die Lilly rufen. Ne? Sind eigentlich nur alle. Also ich kann die selber kaum einschätzen, wer was musikmäßig angeht. Und klar, tatsächlich bist du da in meinen Augen eher der Favorit, aber. Ja, Songs. Paul. Komm mal, Adrian. Ja? Ja? Gerne. Adriano. Adriano. Also, da haben wir den Gegner von Paul Janke, Adriano Salvaggio, 29 Jahre alt, gelernter Lagerlogistiker, Mr. Amore bei Love Island. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, hat der Name deutet darauf hin, italienische Wurzeln und kommt aus Schwieberdingen. Ja, Adriano wurde gewählt. Kennst du dich mit Musik ein bisschen aus? Ja, ist jetzt nicht mein Lieblingsspiel, aber. Meins auch nicht. Ja. Insofern. Ja, du musst nee, wirklich. Wirklich. Als DJ? Ja, aber das sind wahrscheinlich alte Songs oder so. Weiß man nicht. Also, Songanfang. Hier sind die Regeln. Ihr hört den ersten Ton, beziehungsweise die erste Note eines Liedes und müsst mir den Songtitel nennen. Interpret ist mir egal. Songtitel. Ich spiele euch den Ton bis zu dreimal vor. Sollte nach dem ersten Ton keiner drücken, hört ihr die ersten beiden Töne bis zu dreimal. Dann ist aber Schluss. Wer drückt, hat 5 Sekunden Zeit, um seine Antwort zu geben. Ist nach dem ersten Ton der Song richtig, gibt es 2 Punkte. Wenn man 2 Töne gehört hat, gibt es nur noch 1 Punkt. Sollte man drücken und der Songtitel wurde falsch genannt, bekommt automatisch der Gegner die Punkte. Also entweder 2 oder 1. Wer nach 10 Songs mehr Punkte hat, gewinnt das Spiel. Bei Gleichstand wird immer um ein Lied verlängert. Also, immer nur 1 Ton, vielleicht nachher 2 Töne, mehr aber nicht. Und das Lied gilt zu erkennen. Nur den Titel. Nur den Titel, Interpret ist brauchen egal. Wir nicht. Hand auf den Buzzer, wir haben ein Beispiel. Gibt jetzt noch keinen Punkt. Hand auf den Buzzer, weil es geht ja um Schnelligkeit. Und hier ist 1 Ton und das Lied kennen alle. Last Christmas. Drücken ist immer wichtig. Und du sagst Last Christmas und wir hören rein. Und es ist Last Christmas. Vielleicht nimmt euch das jetzt ein bisschen die Aufregung, dass man theoretisch doch einen Song am ersten Ton erkennen kann. Wichtig ist aber nur schnell drücken. Nicht rein sagen, dann drückt sonst vielleicht der andere, weil nur wer drückt, darf eine Antwort geben. Also, Spiel ist klar? Ja. Sehr gut, dann können wir jetzt anfangen mit Song anfangen. Hier das erste Lied, hier der erste Ton. Oh, bitte Ruhe hier im Publikum. Wir können gerne noch mal reinhören, bitte. Und gerne noch mal. Okay, 2 Punkte sind erstmal flöten gegangen, aber 1 Punkt ist immer noch drin. Wir hören jetzt die ersten 2 Noten oder Töne. Bitteschön. Den Namen weiß ich nicht. Beim ersten war ich mir noch sicher, aber jetzt bin ich. Ja, wir hören noch mal rein. Tanz doch mal. Zu 2 Tönen ist es noch schlechter als sonst. Und letzte Mal.
Im Publikum alle so. Ihr wollt es nicht lösen? Pass auf, ich rufe einfach nur, welcher Song ist es? Und wir hören rein. Satellite, Lena, damit den ESC gewonnen. Leute. Ja, okay. Egal, noch kein Punkt. Das verspricht eine Menge für dieses Spiel. Achtung, nächster Song, erster Ton, zuhören. Push den Pushy. Aber pst, wir wollen die beiden nicht unter Druck setzen. Nochmal. Ich weiß, welcher Song das ist. Wow. Ja, das reicht ja. Ja, aber wie heißt der? Huh? Achso, ich also weiß, welcher Song das ist. Summen, aber... Wir hören nochmal. Okay. Ich brauche einen zweiten. Zwei Punkte weg. Ja, ich weiß den Song, aber ich... Zwei Töne. Mir sagt es nee. Gar nichts. Doch. Hören wir. Oh. Ja, jetzt. Na, ich glaube, Adriano vielleicht. Ja, jetzt ist er 29 Jahre alt. Vielleicht ist das eher ein Nachteil in diesem Fall. Ja, aber das Problem ist, beide haben jetzt inzwischen, glaube ich, wissen, wie es weitergeht. Aber sie kommen. Wie heißt der Song? Wir hören noch mal zwei Töne. Oh. Und noch mal. Ja, ich. Will keiner sagen? Okay, dann machen wir ein Publikumsspiel draus. Liebes Publikum, wie heißt das Lied? Was? Crazy Frog? Ist das nicht Axel F? Das ist Axel F. Axel F, 100%. Axel F, ja genau, das ist das Axel. Ja, aber... Ja, ich kenne das Lied vom Hören, aber... Axel F, Harald Faltermeier. Alex Foley. Beverly Hills Cop 1 bis 35. Paul, du hättest es eigentlich wissen müssen. Du bist vielleicht ein Tick zu jung. Ja, ist entschuldigt. Aber immer noch keine Punkte, Buschi. Ja, ich sag nichts. Gut. Nächster Song hier der Ton. Ruhig, ihr Publikum. Die stürmen gleich die Bühne, habe ich so das Gefühl. Psst. Ruhig. Psst. Wir hören noch mal rein. Leute. Und übrigens, das gibt auch den Kandidaten kein gutes Gefühl. Nee. Es ist viel einfacher, wenn man keinen Druck hat, als wenn man da am Pult steht. Also dreimal jetzt der erste Song, bitteschön. Der erste Ton. Gut, wir machen gleich weiter mit dem zweiten Ton. Bitteschön. Echt, jetzt stehe ich echt auf dem Schlauch. Ich denke, den Song kennen auch beide. Ja. Zwei Töne. Ich glaube, Calvin ärgert sich jetzt gerade, dass er bei diesem Spiel nicht dabei war, Mann. Letzte Mal zwei Töne. Kennt ihr nicht? Okay, jetzt, liebes Publikum, das ist... Shape of You, Ed Sheeran. Und wir hören mal rein. Ja. Was soll ich sagen? 0-0. Da warst du, das hättest du aber, den kennst du, den Song. Ja, vom Hören, aber. Vom Hören, aber wie der heißt, okay. Die Namen sagen mir wieder. Paul total verzweifelt, aber wir haben ja noch ein paar Songs. Wie sieht's denn mit, okay. Ich glaube, ey, bitte im Publikum, Ruhe. Wirklich Ruhe, okay? Hier der erste Ton vom nächsten Lied. Oh. Ja, sag mal. Direkt nochmal. Du bist DJ, ne? Ja, aber es ist nicht meine Musik, die ich spiele, ne?
Also. Ich glaube schon, dass du das Lied spielst. Nee, spiele ich nicht. Aber. Nochmal. Ich kenne den Song, klar, aber ich weiß den Songtitel nicht. Okay. Den könnte man kennen. So. Zwei Töne bitte. Ha? Ein Punkt. Geht mir auch so. Also sollen wir gleich auflösen, dann ersparen wir uns ein bisschen Zeit. Ja. Ja, liebes Publikum, das ist Beat It, Michael Jackson, bitteschön. Oh, Scheiße. Ist schon peinlich. Und ich glaube, das spielst du schon. Ne? Yeah! Egal. Lass mich mal kurz auf die Punkte gucken. 0-0. Wieder konzentrieren. Erster Ton. Mr. Gangnam Style. Jawohl, der Erste. Ich sag mal so, wir hören erst mal rein. Lassen wir durchgehen. Jawohl. Ja, an sich nur Gangnam Style, aber wir lassen es gelten, weil das ist egal. Zwei Punkte. Sehr schön für Adriano. Bis wie viele Spiele? Ich habe den Überblick verloren tatsächlich. Warte mal kurz. Sechstes Lied haben wir und 10 Songs. Wer nach 10 Songs mehr Punkte hat, also ist noch alles drin. Sechster Song, erster Ton. Eieiei. Ei, ei. Macarena. Macarena! Wir hören rein. So. Ja. 2-2. Also das spielst du. Das ist Haus, okay. Ich möchte noch mal daran erinnern, für Paul geht es darum, auf 20.000 Euro zu stellen und der Zweite am heutigen Abend zu sein, der den zweiten Sieg holt. Das kann durchaus von Bedeutung sein. Also Konzentration. Siebter Song, erster Ton. Ist ein bisschen schwieriger, gebe ich zu. Auch im Publikum auf einmal Ruhe. Wir hören zum zweiten Mal rein. Ein drittes Mal. Okay. Aber vielleicht mit dem zweiten Ton. Obwohl, wenn man da sitzt, ist es einfach, ne? Nochmal. Also ich weiß nicht, wer es ist, aber warte mal. Zwei Töne. Ja, Udo. Welcher Song? Sagt mir auch nichts. Sagt dir auch nichts, Adriano? Also, okay. Ja. Wir können trotzdem, einmal hören wir trotzdem noch, vielleicht, weil Paul liegt es auf der Zunge ein bisschen. Vielleicht kommt er noch drauf. Ja, ist Udo, ne? Aber. Im Prinzip. Ist das ein jetziger? Ich weiß nicht, ob ich das als Tipp nenne. Nee. Der ist schon zu dicht dran. Er ist ja auch. Ja, okay. Gut. Aber wird er ja beiden kommt sagen? Noch ein Versuch? Nein, noch ein Versuch kommt leider nicht. Aber würdest du ja beiden einen Tipp geben? Boah, ich könnte zocken. Hm? Ja, dann zockt ihr beide. Pass auf, ich sag nochmal. Es geht um einen Punkt. Erfolgreichster Song überhaupt in Deutschland. Boah, ich. Komm zurück. Komm zurück. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber. Ich habe ganz kurz gedacht, bei Komm dachte ich, jetzt geht's los. Ist es Komet? Aber es ist Komet. Ah, scheiße. Wollte ja einmal zocken. Komm und zurück. Ich wusste nicht, ob es Komet ist oder nicht. Es ist Komet. Schönes Lied, Udo Lindenberg mit Apache 207. Leider nicht Komm zurück, aber Punkt für Paul. Weil falsch. Achter Song, drei haben wir noch. Es ist noch alles drin, vor allem, weil man zwei Punkte machen kann.
Hier der nächste Song, der erste Ton. Eieiei. Und direkt nochmal. Und wisst ihr was? Nochmal. Wir brauchen den zweiten Ton gar nicht spielen, weil Paul die ganze Zeit die zweiten Töne macht. Ja. Aber wir bringt nur nichts, wenn man nicht weiß, wie der heißt. Trotzdem hören wir nochmal in den original zweiten Ton rein. Ich kenne das. Das ist blöd, wenn man den Titel nicht kennt. Das Lied kennt man, aber wie kommt man. Nochmal? Ja. Nochmal? Ihr kommt nicht drauf, dann löse ich auf. Gilt eigentlich für diese Show, wenn man so will, ne? Don't worry, be happy. Ah. Fuck, so schlecht. Ja. Don't worry, be happy. So, zwei Songs haben wir noch. Paul fühlt nur mit einem Punkt. Wie gesagt, Adriano kann jederzeit rankommen. Zwei Punkte gibt es ja, wenn man das Lied mit dem ersten Ton erkennt. Sollte Paul allerdings jetzt selber den Song beim ersten Ton erkennen, kriegt er zwei Punkte, hat fünf. Und dann kann Adriano nicht mehr rankommen. Also, Paul, wenn du es weißt, hast du 20.000 auf dem Konto und Adriano muss auf die Losers Lounge. Hier Lied Nummer 9, erster Ton. Ist wieder ein Tick schwieriger. Wiederholung. Man kennt den Song aber auf jeden Fall. Nochmal. Buschi nickt. Wir hauen gleich den zweiten Ton hinterher. Es ist nicht Michael Hirte von RTL Supertalent. Reiß dich zusammen da unten. Komm, einmal hören wir es nochmal. So, ihr kommt nicht drauf. Liebes Publikum, vielleicht können wir den Refrain einmal singen, vielleicht. Niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii. Ja, hier der ganze Anfang. Ist aber zugegebenermaßen eins von der schwierigeren. Ja. Ich war noch niemals in New York, Udo Jürgens. Jetzt kommen wir zu Lied Nummer 10 tatsächlich. Letzter Song, Paul führt noch. Adriano muss eigentlich das Lied erkennen. Egal, ob mit zwei oder einem Ton. Zwei Punkte gewinnt er, ein Punkt unentschieden. Das gleiche natürlich bei Paul. Wenn er den Song erkennt, hat er gewonnen. Lied Nummer 10, ach hey. Ruhe bitte, Publikum. Ruhe. Lied Nummer 10, erster Ton. Ei. Oh Gott. Nochmal. Ich bin. Nochmal. Ja, ich muss ja eh zocken. I'm sexy and I know it. Moment, Moment. Redest du über dich oder über den Song? Über beides. Gut, sag mal so. Wir hören einfach mal rein. Boah. Ah. Aber es ist Sweet Dreams von Eurythmics. Ja. Aber man muss tatsächlich sagen, so, es ist Sexy and Nord fängt ähnlich mit so einem Bass-Dingens an. Ne? Also es ist, glaube ich, gar nicht so weit weg gewesen. Trotzdem... Ja. Falsch gewesen. Ach, Paul gewinnt dieses Spiel. Adriano, tut mir leid. Ja, vielleicht werden wir reingelegt. Mal schauen. Geh mal bitte gleich. Also, das war beides keine... Das war keine ganze Leistung, nein. Ja, vielen Dank, Adriano. Aber auch du, wir haben ja noch Spiele. Wir haben gerade mal die Hälfte der Show. Alle, die da sitzen, haben noch die Chance, wieder reingelegt zu werden. Nein. Ja. Okay.